Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, herzlich willkommen zum Weihnachtsmarkt 2014 hier auf unserem wunderschönen Marktplatz. Eine neue Anordnung der Buden, wieder eine Optimierung zu den Vorjahren. Das Wetter ist heuer viel besser wie letztes Jahr. Letztes Jahr war strömender Regen, Sie werden sich erinnern. Der Schnee kommt noch, ich habe den schon bestellt. Also da können wir alle zuversichtlich sein. Ich wünsche Ihnen viel Spaß hier bei uns auf dem Weißenburger Weihnachtsmarkt. Und ich werde jetzt gleich das Wort übergeben an unser neues Christkind, das Ihnen jetzt den Prolog spricht. Viel Spaß, viel Vergnügen, schönen Abend allerseits. Es naht sich schon die Weihnachtszeit. Drum kommt und hört mir zu, ihr Leute. Euch leuchten hier 400 Kerzen und bringen Licht in eure Herzen. Die Buden seht ihr reich geschmückt. Mit Geschenken gut bestückt. Mit großen Augen schauen die Kinder und manch Erwachsener staunt nicht minder. Wo Menschen sich so einfach freuen, stellt die Erinnerung sich ein an Tannenbaum und Kerzenduft und das Klingen in der Luft, wenn von den Kirchen überall herüberweht der Glockenschall. Ja, es ist hohe heilige Zeit, wenn jeder sich am Christkind freut und seine Freude weitergibt an jene, die er herzlich liebt. Dem dienen all die schönen Sachen, sie sollen anderen Freude machen. Sie zeigen, wenn wir sie uns schenken, dass wir gern aneinander denken. Doch mahne ich euch im Advent, dass ihr nicht nur hektisch rennt. Denkt an das Kindlein, den Herrn Christ, der für uns Mensch geworden ist. Er muss in euch geboren werden, sonst bleibt es dunkel hier auf Erden. Ihm öffnet eure Herzen weit in dieser weihnachtlichen Zeit. Herzlich willkommen auf dem Weißenburger Weihnachtsmarkt. Alles ist gut.
Ja, danke.